Jürgen war 14 Jahre alt und in der Schule der Prügelknabe. Die Zügel seines Lebens waren konstant in grauer Farbe. Er wünschte sich auch, dass er nur ein paar kleine Flügel habe. Dann könnte er wegfliegen vor dieser Welt, die ihn so sehr hasst. Tim war sein Name, doch alle nannten ihn nur Spaß. Das war eine tragische Last für diesen kleinen, einsamen Jungen. War er auf dem Pausenhof, wurden höhnische Lieder gesungen. Und er fragte sich, wann diese höllischen Stimmen verstummen. Er wollte sich schon vermummen, damit ihn keiner erkannte. Er suchte die Schuld bei sich selbst, weshalb er immer wegrannte. Seine Selbstachtung verbrannte mit Zügen an Lügen, die ihm vorgaukeln, Freunde zu sein, doch ihn am Ende ihn nur betrügen. Er schien zu ermüden, weil er allein war, wollte sich schon einmotten. Er hätte alles für Freunde getan, doch er hatte keine coolen Klamotten. Deshalb ihn alle Chabos belächeln und die Mädchen in der Schule ihn den ganzen Tag verspotten. Er könnte verrotten, keiner wird's merken, nicht die Kinder auf dem Hof, nicht die Lehrer, die den Druck auf ihn noch verstärken. Mit diesen schulischen Werten, wie die Eltern sich beschwerten, wirst du's nie zu etwas bringen und niemals zu etwas werden. Tim war nicht dumm, er konnte sein Schicksal nur nicht begreifen. So ließ er die Schule links liegen und die Zügel etwas schleifen. Und sein Vater begriff nicht, warum er sitzen geblieben war. Doch die Antwort der Gesellschaft war sehr schnell wieder da. Ja, genau so ist richtig, nehmt die Last von euren Schultern. Das Fernsehen, Computerspiele, das sind die, die schuld waren. Ihr müsst Geduld haben, dann vergeht das schon von selbst. Schön, dass du in deiner Traumwelt festhältst. Ja, genau so ist richtig, bloß nicht in den Spiegel schauen. Die Gesellschaft spiegelt das zwar wieder, doch wir schenken ihr Vertrauen. Denn sie trägt keine Schuld, auch nicht Lehrer oder Eltern. Schön, dass wir das Urteil so schnell gefällt haben. Jahre vergingen, Tim wurde zwangsläufig zum Einzelgänger. Die Stunden, in denen er zu Hause weinte, wurden häufig länger. Nie mehr auf einem Nenner mit seinen Eltern, weil die Gefühle, die er ihnen entgegenbrachte, nur gestellt waren. Er konnte sich nicht überwinden, mit ihnen zu reden, doch hätte alles gegeben, wenn sie es von ihrer Seite mal täten. Er hat aufgehört zu beten, doch die Mutter sah das nicht. Dabei stand ihm die ganze tiefe Trauer der Welt im Gesicht. Nur etwas Licht, nur ein Gespräch könnte seine Seele entlasten. Doch er hatte keine Freunde, hatte keinen Kummerkasten. Er musste im Dunkeln tasten, seine Seele war ausgebrannt. Er hatte alle Hoffnungen aus seinem Leben verbannt. Mit dem Kopf im Sand wurde er gegen alles ignorant. Und so stand er schließlich da und war für alle wie unsichtbar. Und ihm war, als würde ihn keiner auf der Welt mehr wahrnehmen. Selbst seine Tränen waren kein Anlass mehr, unseren Liedern zu erwähnen. Er wollte sich schämen, wollte wie früher wieder der Depp sein. Die Peiniger waren weg, jetzt war er völlig allein. Nachts beim Mondschein stieg er auf sein Dach und wollte schließlich springen, bevor ihn die Einsamkeit und die Trauer in die Knie zwingen. Doch dann hörte er singen und klagen und Stimmen ihm sagen: Sie kennen deine Schwächen und bevor sie dich zerbrechen, musst du aufstehen und dich rächen. Mich rächen? Dich rächen. Ja, genau so ist richtig, nehmt die Last von euren Schultern. Das Fernsehen, Computerspiele, das sind die, die schuld waren. Ihr müsst Geduld haben, dann vergeht das schon von selbst. Schön, dass du in deiner Traumwelt festhältst. Ja, genau so ist richtig, bloß nicht in den Spiegel schauen. Die Gesellschaft spiegelt das zwar wieder, doch wir schenken ihr Vertrauen. Denn sie trägt keine Schuld, auch nicht Lehrer oder Eltern. Schön, dass wir das Urteil so schnell gefällt haben. Nach diesem letzten Entschluss war Tim dann völlig abgestumpft. Hatte alle Liebe verloren und wurde vom Hass übertrumpft. Die Chancen waren geschrumpft, das Ganze noch zu verhindern. Er wusste, es wäre falsch, doch er konnte die Schmerzen nicht mehr lindern. Er wird mit all diesen Kindern zusammen zur Hölle fahren. Mit einem letzten Hilfeschrei wollte er die Leute davor warnen. So verfahren hat er seine Absicht im Internet angekündigt. Doch der Status der Unsichtbarkeit hat ihn wohl auch entmündigt. Denn keiner nahm ihn ernst, nicht ein pädagogischer Lehrer. Nur damoklische Schwerter machten seinen Willen noch stärker. Und so kam es, dass seine Realität völlig verzerrt war. Und so saß er da mit den Waffen des Vaters auf dem Schoß. Gedanken übermannten ihn und stellten ihn bloß. Es war kurz nach 7:30, Tim lacht und geht los. Die Entspannung war nicht groß, zum ersten Mal hatte er keine Angst. Denn du erlangst große Beachtung mit solch einer Tat. Das war das Letzte, was Tim dachte, als er die Schule betrat. Die Schüler traf es halt wie ein Schlag, als die Pause dann begann. Sie strömten auf den Flur und sahen ihn völlig verwundert an. Auf einmal sahen ihn alle sofort, den unsichtbaren Mann. Die Sekunden waren lang, als das Durchladen der Waffe erklang. Völlige Stille, nur dieses Geräusch auf dem Gang. Und dann, und dann, und dann, und dann, Tim grinste kurz und zog die Pumpgun. Wir unterbrechen unser laufendes Programm für eine aktuelle Nachricht, die unser News-Studio soeben erreicht hat. Die tragische Meldung scheint sich zu bestätigen, dass ein scheinbar geistig verwirrter Schüler am Bernhard-Diehl-Gymnasium in Recklinghausen vor wenigen Minuten mit mehreren Großkalibergewehren bewaffnet in die Schule stürmte und ziellos um sich schoss. Genaue Zahlen liegen uns leider noch nicht vor, aber anscheinend soll der Amokläufer dabei mehrere Schüler und auch zwei Lehrer getötet haben. Wie viele Menschen bei dieser Tragödie verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. Die Identität des Todesschützen konnte bisher nicht festgestellt werden. Aus Polizeikreisen geht hervor, dass der Täter nach seinem Amoklauf die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben soll. RTL-Reporter Herbert Wacker ist für uns vor Ort. Herr Wacker, können Sie uns berichten, was sich genau in dieser Schule ereignet hat? Und gibt es schon Zahlen, wie viele Menschen getötet bzw. verletzt wurden?
Ja, genau so ist richtig, nehmt die Last von euren Schultern. Das Fernsehen, Computerspiele, das sind die, die schuld waren. Ihr müsst Geduld haben, dann vergeht das schon von selbst. Schön, dass du an deiner Traumwelt festhältst. Ja, genau so ist richtig, bloß nicht in den Spiegel schauen. Die Gesellschaft spiegelt das zwar wieder, doch wir schenken ihr Vertrauen. Denn sie trägt keine Schuld, auch nicht Lehrer oder Eltern. Schön, dass wir das Urteil so schnell gefällt haben.